Willkommen zurück beim letzten Event des Wochenendes, dem Sprintrennen. Hier wurde für die Startaufstellung die Rangfolge der besten 8 aus dem gestrigen Hauptrennen umgekehrt. Und in wenigen Minuten werden die Fahrer auf die erste Kurve zurasen. Wir warten auf den Start eines weiteren heiß ersehnten Formel-2-Renns. Und ich erhalte erneut Verstärkung von Davide Valsecchi. Davide, kannst du als ehemaliger GP2-Champion uns einen Einblick geben, was in den Köpfen dieser jungen Fahrer unten auf dem Grid vor sich geht? Hallo Alex, freut mich hier zu sein. Das ist eine nervenaufreibende Phase, daran besteht kein Zweifel. Mentale Stärke ist unverzichtbar, um beim bevorstehenden Rennen ruhig und fokussiert zu bleiben. Die Formel 2 besticht durch einen harten Konkurrenzkampf und alle Fahrer wissen, dass sich hier niemand etwas schenken wird. Die Nerven zu behalten ist die halbe Miete, aber daran muss man sich in dieser Umgebung erst gewöhnen. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Und damit herzlich willkommen zurück zur F2 2020 Karriere als Mick Schumacher hier auf dem Pixelen-Kanal mit mir, dem Ray. Ja, der Titel der Folge wird bestimmt heißen Stunde der Wahrheit, denn ich habe ja was ausprobiert, um diesen Boxenstopp-Bug bei der KI eben nicht auszulösen beim Sprintrennen. Und wenn ich jetzt so ein bisschen in die Startaufstellung gucke, dann sieht es schon mal sehr, sehr gut aus. Wir gucken trotzdem mal ganz kurz hier auf die Rennleitung und wir sehen, alle starten auf hart, endlich! Also scheinbar klappt's. Vielleicht nicht immer, aber bis jetzt klappt's. Das heißt, nächstes Rennwochenende versuche ich es nochmal mit ohne Training. In dieser Karriere natürlich mache ich mir trotzdem Training, halt durch einen Hotlap-Modus oder so. Aber halt das in der Karriere, das Training, habe ich ja ausgestellt und scheinbar hat es geklappt bis jetzt. Sehr, sehr schön. Das heißt, wir haben das erste Mal in dieser Karriere ein richtiges Sprintrennen. Das heißt nämlich ohne Boxenstopp, sofern kein Zwischenfall passiert. Und jetzt kommt es wirklich drauf an, wer kann von Anfang bis Ende mit den Reifen am besten taktieren und natürlich, wer fährt auf der Strecke mit am besten. Ja, und wenn wir hier schon mal im Menü sind, auch noch mal ganz kurz, falls mir das ja jemand nicht geglaubt hat beim letzten Rennen, hier steht es ja ganz oben, 110. Ja, ich habe es gelassen. Allerdings, wie gesagt, kann man das nicht bei jeder Strecke machen. Es wurde geschrieben, dass bei einigen Strecken die KI in der Formel 2 halt nicht so stark ist. Also nicht, dass ich mir jetzt da einen drauf keule und sage, boah, geil, ey, 110er KI. Aber ja, doch ein bisschen schon. also von dem her, mehr geht nicht und spannend war es ja auch im Hauptrennen, aber lange Rede, wir gehen ganz kurz in die Strategie, auch wenn es ja nicht viel zu sagen gibt und hier sieht man jetzt einfach auch nochmal den Unterschied, ne, was das halt ausmacht. Durchfahren ist halt schon auf jeden Fall schneller. Wetter ist gut, soll auch nochmal ein bisschen aufklaren, das ist auch nicht schlecht und deswegen jetzt lange genug geschnackt, wir wollen reingehen ins Sprintrennen beziehungsweise erst einmal in die Einführungsrunde. So. Ja, der Start beim Hauptrennen ist ein bisschen misslungen. Gucken, dass wir das diesmal vielleicht ein bisschen besser hinkriegen. So, und wie ich es auch schon beim Hauptrennen gesagt habe, ich versuche natürlich die Reifen viel durch die Bremse aufzuwärmen, denn die Bremsen werden auch warm, geben Temperatur an die Reifen ab und wärmen dann das Ganze von innen heraus. Und gerade auch die innere Temperatur in den Reifen wollen wir ja auch ein bisschen haben. Natürlich Oberfläche ist auch wichtig, das kriegen wir natürlich durch ein bisschen Wedeln hin. Aber viel können wir auch eben über diesen Trick, sage ich mal, machen. Das wird auch im echten Modus Sport so gemacht. Und der Vorteil ist, wir nutzen halt die Reifen nicht so sehr ab. Aber ich glaube, bei den harten Reifen müssen wir fast trotzdem ein bisschen mehr wedeln. Auch wenn es ein bisschen Reifenabrieb kostet. Weil sonst kriegen wir die gar nicht auf Temperatur. Die brauchen halt doch deutlich länger. Die werden auch wahrscheinlich so zwei Runden. Also im Hauptrennen hat es schon so zwei, drei Runden gedauert, bis ich wirklich mit denen pushen konnten. Und dann konnte ich aber eine schnellste Rennrunde nach der anderen attackieren. Denn das kann man ja auch nochmal sagen. Ich bin ja die schnellste Rennrunde gefahren im Rennen. Deswegen, die Speed ist da. Jetzt gucken wir mal, was wir so reißen können von Position 7 aus. Denn wie es am Anfang von den Kommentatoren schon gesagt wurde, die ersten 8 des Hauptrennens werden hier im Sprintrennen umgedreht. Folglich wurde ich ja Zweiter. Makelov hinter uns wurde verdientermaßen Erster. Also der ist natürlich hier auch richtig schnell unterwegs. Und jetzt versuche ich einfach mal ein fehlerfreies, schönes Rennen zu fahren. Ich freue mich, endlich mal so ein richtiges Sprintrennen-Feeling. Denn das ist einfach nochmal was anderes ohne Boxenstopp. Einfach nur fahren, 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 fahren.
Und ja, die KI übernimmt das Steuer und das heißt für mich natürlich dir die bestmöglichste Unterhaltung und ganz, ganz, ganz viel Spaß hier beim Sprintrennen von Spanien hier auf dem Circuit de Barcelona, Catalunya zu wünschen in dieser Formel 2 2020 Karriere als Mick Schumacher hier auf dem Pixel-Kanal mit mir, dem Ray. Ich freue mich und vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Danke. The rest of the grid is forming up. Be patient and watch for the lights. Yo. Auf geht's. Hamel ging relativ schnell aus. Wieder kein guter Start. Oh je, gar kein guter Start sogar. Ganz schlechter Start meinerseits. Schlechter noch wie im Hauptrennen. Gucken wir mal, dass die da, ja, vielleicht außenrum, dass ich da einiges wieder vielleicht retten kann. Ich habe mal versucht, ein bisschen mehr zu starten, wie ich es in F1 2019 in der Formel 2 Karriere gemacht habe, aber das hat auch nicht geklappt. Also ich glaube, ich muss da irgendwo noch ein bisschen üben. So, aber jetzt versuchen relativ schnell wieder, gerade in dem Getümmel vielleicht, relativ schnell die Position wieder zurückzubekommen. Das hier außenrum wird natürlich ein bisschen schwierig. Aber weil es sich staut, vielleicht die Chance für uns. Immerhin nur eine Position jetzt so gesehen verloren mit Achter. Makalov jetzt vor uns, der hat ja auch wie gesagt das Hauptrennen gewonnen. Dazu fühlt sich aber sehr gut an, schon direkt am Start. Also Reifen waren eigentlich gut aufgewärmt, so wie es scheint. Versuche ich es innen mal. Ja doch, ich versuche es. Er zieht nämlich zurück. Okay, also wieder auf der Ausgangsposition. Ja, da kann man sich natürlich fragen, was wäre möglich gewesen, wenn ich einen guten Start gehabt hätte. Also da unterscheide ich mich natürlich extrem von Mick. Jeder, der die echte Formel 2 Saison gesehen hat, weiß, Mick war wahrscheinlich mit Abstand der krasseste Starter von allen. Was der Position am Start immer gut gemacht hat. Da bin ich so quasi das Gegenteil. Aber gut, so ist es halt. So, jetzt aber. Komm, dranbleiben, konzentriert bleiben. 13 Runden ist eine nette Distanz, ist aber schneller vorbei, als man denkt. Ja, guck mal, hier komme ich richtig gut rum. Jetzt hat er ein bisschen mehr Schwung da außen, aber vielleicht beim Anbremsen hier rein. Jawohl, klappt doch. Und wir sind schon direkt hinter Schwarzmann oder einfach Schwarzmann. Kann man sich jetzt gleich aussuchen, wie man ihn richtig ausspricht. Der Robert kommt aus Russland. Auch wenn man Robert Schwarzmann hört, erstmal denkt, er könnte auch ein Deutscher sein. Aber ihr seht es ja oben, wird nicht mit SCH geschrieben, sondern mit SH. Und auch nicht Mann mit NN, sondern mit einem. Also eigentlich müsste es ja dann schon Englisch, ne? Schwarzmann. Auch mal auf ein weiteres gutes Teamergebnis von Bremer. Aktuell führen wir ja die Meisterschaft sehr, sehr dominant an. Weil wir bis jetzt eigentlich, glaube ich, mehr oder weniger immer gepunktet haben in den Rennen. Wir beide. Bisschen weit rausgekommen, aber alles gut. Ja, Auto fühlt sich fantastisch an. Gleich von Runde 1 weg. Das dürfte auch die schnellste Rennrunde für uns sein, oder? Nee, nicht mal. Lila erst im Sektor. So, ich probier's mal hier auf der Bremse. Ein bisschen später vielleicht. Ich lasse ihm innen mal den Platz. Aber jetzt bin ich innen. Und damit sollte ich mich vielleicht davor kämpfen können. Na, ne, der Stich hält noch dagegen. Aber jetzt habe ich mehr Schwung und mehr Grip und bin weg. Und bin vorbei. Und damit schon mal auf Position 5. Nice. Läuft gerade richtig gut. Also von der ersten Runde weg. Also ich glaube, die Reifen habe ich ganz gut auf Temperatur gebracht. Nur im Start habe ich es ein bisschen verkackt. Ja, und hinten raus wird natürlich, wie gesagt, auch entscheidend sein, wie können wir die Reifen managen. Aber da mache ich mir weniger Sorgen. Das hat bis jetzt immer ganz gut geklappt. Und die einzige Strecke, wo ich da Probleme habe, ist Aserbaidschan. Und die kommt auch noch. Ich glaube sogar das nächste Rennen hier nach. Könnte das sogar schon sein. Oder Monaco. Ich weiß gar nicht, ob Monaco auch gefahren wird hier. Könnte sein.
So. Gucken wir mal. Wir sind jetzt dran an Drukovic. Der lässt ein bisschen abreißen an Tsunoda. Tsunoda ist ein bisschen enttäuschend in der Karriere, was das Quali angeht. Im Rennen ist er dann meistens relativ gut und wäre natürlich auch ein bisschen enttäuscht im Vergleich zum Real Life ist natürlich Eilert. Ein bisschen schade. Aber der hat ein gutes Hauptrennen gehabt. Ja, und da haben wir unsere schnellste Rennrunde erstmal. Der ist es da. Er macht... Puh, jetzt zieht er doch nach innen. Gibt mir leicht einen mit. Wusste, dass er nach innen zieht, hätte ich wahrscheinlich außen rum probiert nochmal. Aber hat jetzt so auch geklappt. Schaden haben wir, glaube ich, keinen. Das ist gut. Ist ein bisschen zu spät meinerseits. Aber Reifen. So, jetzt gucken wir mal, ob wir die Lücke zufahren können. Ich bin gerade aktuell guter Dinge. Die ziehen vorne nicht ganz krass weg. Ich glaube vorne. Ich weiß gar nicht, wer da vorne fährt. Gerade gar nicht. Alesi ganz hinten, der war wohl in der Box. Wahrscheinlich ein Schaden oder so. Ich bin guter Dinge, wenn ich es jetzt schaffe, die Lücke zu Noda zuzufahren, dann könnten wir hier vielleicht sogar um den Sieg mitkämpfen. Das wäre ja ein krasses Rennwochenende dann. Ich meine, in der F2 2019 Karriere habe ich es tatsächlich, glaube ich, ein, zweimal sogar geschafft, das perfekte Wochenende hinzubekommen. Also die volle maximale Punktausbeute. Das heißt, Qualifying gewonnen, also die Pole geholt, Hauptrennen gewonnen mit schnellster Rennrunde und Sprintrennen gewonnen mit schnellster Rennrunde. Aber das ist jetzt hier schon mal nicht mehr möglich, weil ich habe ja nicht die Pole geholt und ich habe auch nicht das Hauptrennen gewonnen. Aber jetzt gucken wir mal. Aktuell scheine ich nicht aufzuholen. Kann sich aber alles ja ganz schnell ändern. Vorsicht, da zieht es mich ein bisschen raus hier. Aufpassen. Also Tempo da vorne ist gut. Vukovic bleibt auch ein bisschen dran. Schwarzman reißt ein bisschen ab, habe ich das Gefühl. Also mal gucken, wie sich das Rennen entwickelt. Das ist ja das Coole an der Formel 2. Das kann ganz schnell mal in die eine oder andere Richtung laufen. Gerade wenn es dann mal einen Zweikampf gibt. Auch wenn Zweikämpfe tatsächlich zwischen der KI ein bisschen Mangelware ist, das ist auch schon dem einen oder anderen von euch aufgefallen. Das war auch schon 2019 so. Ja, ich ziehe natürlich liebend gern weiterhin die Referenz zum 2019er Formel 2 Let's Play, weil ich aber diese Erfahrungswerte habe. Das ist, stimmt tatsächlich. Es ist ein bisschen schade, dass die KI da sehr wenig gegen sich selbst versucht. Ich meine, die KI ist ja auch nicht dumm. Die weiß genauso, dass wenn ich kämpfe, dass ich da übelst Zeit verliere. Und deswegen kämpft sie nicht. Aber andererseits kann sie dadurch auch keine Position wirklich gewinnen. Aber naja, das ist jetzt nicht unser Problem. Solange wir Spaß haben und geile Renn-Action genießen, ist es gut. Ja, und aktuell scheine ich nicht ganzes Tempo mitgehen zu können. Vukovic ist auf jeden Fall schneller, hat jetzt auch wieder DRS. Da müssen wir mal gucken, dass wir da wieder eine Schippe drauflegen. Mal gucken. Aktuell versuche ich gerade eher so im Rhythmus zu bleiben. Ja, und irgendwie habe ich übelste Probleme gerade auf der Vorderachse. Ich meine, die Reifen gehen natürlich auch übelst zunichte auf der Vorderachse hier. Ja, und ich weiß, dieser lila Sektor spiegelt das natürlich nicht wieder, aber naja, man kann ja trotzdem Struggles haben und trotzdem schnell sein. Siehe Hamilton. Alles mal gucken. Vielleicht haben die Reifen auch irgendwann nur eine Runde jetzt mal kurz irgendwie nicht so gemacht, wie ich wollte, und jetzt regenerieren sie sich wieder ein bisschen. So. Jetzt kommt auch ein bisschen mehr die Sonne raus, das heißt, die Temperaturen steigen. Sollte aber den harten Reifen keine Probleme machen. Sind ja für Hitze eigentlich ganz gut geeignet. Ja, jetzt komme ich nämlich ran. Das ist krass, ne? Eine Runde so, eine Runde so. Bisschen weit raus. Aber dadurch haben wir jetzt Vukovic außerhalb vom DRS-Fenster, das ist schon mal gut.
Und wir holen auf Tsunoda auf. Schnellste Rennrunde haben wir leider noch nicht geschafft. Werden wir wahrscheinlich auch nicht schaffen, wenn Alesi da hinten tatsächlich auf andere Reifen gewechselt hat. Wobei, was hat denn der gewechselt? Der muss ja dann. Der kann ja nicht auf Soft gewechselt haben. Das schafft er ja niemals durchzufahren. Nochmal auf Harde. Who knows, who knows. So, wir kommen ran. Ja, die Runden. So viel sind es gar nicht mehr, wenn ich das mal so sagen darf. Also, von wegen Rennsieg im Blick haben. Dazu muss ich jetzt aber nochmal richtig Tempo machen. Nicht mal so große Töne spucken. Erstmal was leisten. Wir haben DRS, das ist schon mal gut. Das wird uns auf jeden Fall nach vorne bringen. Angriff setzen wir hier noch nicht. Gut den letzten Sektor machen, dann können wir den Angriff auf das Startziel setzen, würde ich behaupten. Ich glaube, ja, Tsunoda hat auch kein DRS vom Vordermann. Was das Verteidigen für ihn sehr schwierig machen wird. So. Oh nein! Oh, jetzt wollte ich halt maximales Risiko hier raus, aber jetzt hat leider der Quersteher. Das hoffentlich reicht es trotzdem. Gerade auf den letzten Metern soll das DRS sich extrem auswirken. So, er macht ihn zu, das ist okay. Ja, das passt. Ein bisschen den Körper hier mitnehmen. Kann man zwar nicht so ganz viel Schwung mitnehmen da, weil der schon ein bisschen höher ist, aber Hauptsache, dass jeder genug Platz hat. Wir sind erstmal vorbei, das ist gut. Und jetzt gucken wir mal, dass wir ganz, ganz schnell an Aitken rankommen. Vielleicht da auch gleich mal das DRS so ein bisschen nehmen können. Ah, da war das von. Naja, stimmt. Ist ein Red Bull. Komm. Viel fehlt nicht mehr. Ein bisschen zu spät. Komm. Ja, gibt's noch kein DRS für uns? Nicht so quer stehen. Das hat man im Hauptrennen schon. Das hat uns viel zu viel Zeit gekostet. Ich versuche halt trotzdem jetzt hier auf letzter Rille zu fahren, weil ich glaube, gegen Ende des Rennens könnten uns die Runden ausgehen. So wie schon im Hauptrennen. Beim Hauptrennen hätten wir ja, zwei Runden mehr hätten wir gebraucht. Dann hätten wir wahrscheinlich von der Pace, die wir dort gefahren sind, sogar um den Sieg kämpfen können. Komm rein. Boah, schnellste Rennrunde. Genau das war jetzt das richtige Signal. Hier, der Konkurrenz direkt zeigen. Leute, hier da vorne, ich bin auch noch da. Gut ist auch, dass wir uns direkt von Tsunoda ein bisschen absetzen konnten, dass wir da nicht von hinten den Druck haben. Aber Fahrzeug fährt sich fantastisch. So, wir sind dran. Das Problem ist jetzt, er hat halt auch DRS, das heißt, so einfach wird's nicht. Sprich, wenn ich auch wieder auf der Stadt Ziel vorbei will, muss ich diesmal auf jeden Fall die letzte Kurve besser hinkriegen, wie gegen Tsunoda. Jetzt müssen wir es rein durch den Windschatten quasi machen. Zwar durch den doppelten, aber trotzdem. Wir jetzt erstmal richtig rankommen. Das ist jetzt die Devise. Und dann gucken wir weiter. Man merkt halt, die Reifen sind nicht mehr die besten, aber das betrifft alle. Komm. Das haben wir jetzt fast gedacht, das war ein bisschen zu viel gewollt da rein. Ah, nicht ganz optimal. Also noch kein Angriff, aber wir können uns schon mal rankämpfen, das ist auch nicht schlecht. The teammate behind is 6.2 seconds. Vorsicht. Ja, Spannung ist da, würde ich behaupten. Ja, guck mal, hier kommen wir richtig viel besser raus. Aber einen Angriff kann ich hier jetzt nicht setzen. Und nicht wild. Erstmal dranbleiben. Hier vielleicht, aber. Wenn
wir den Crit richtig nutzen. Außen vorbei wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Ich lasse ihm nicht so viel Platz hier. Ja, trotzdem. Ah, das ist blöd. Das darf ich. Eigentlich darf ich das jetzt gar nicht so krass machen. Andererseits bringe ich ihn natürlich außen DRS-Fenster und Daruvala. Andererseits kann Daruvala dann aber wegfahren. Und wenn ich mich auf den Sieg gamble, darf ich das eigentlich nicht passieren lassen, weil ich muss gucken, dass ich direkt, wenn ich hier vorbei bin, auch direkt wieder an Daruvala dran bin. Das ist sehr wichtig. Denn ich spiele hier auf den Sieg. Und nicht nur jetzt einfach hier Hauptsache nach vorne. Also, wenn dann alles. So, na? Oh, komm. Ja, komm, jetzt habe ich gut erwischt. Bisschen gewartet mit nach oben aufs Gas gehen und dann viel mehr Schwung mitgenommen jetzt. Komm, Windschatten, 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 Windschatten. Versuch's wieder außen vorbei. Ah, nicht gut. Also hier kann ich nicht richtig aufs Gas gehen auf dem Curb, aber ich mache mich breit, alles fair, alles sauber, sehr schön und wir sind vorbei und wir sind direkt an Daruvala dran. Sehr gut, Leute. Jetzt hochkonzentriert bleiben. Wird nicht gelingen, ne? Bisschen zu gemacht. Ja, das war klar. Aber alles gut, wir sind dran. Nur nicht übermütig werden. Ich glaube, ich gehe jetzt aber hier nicht vorbei. Die besten Chancen haben wir einfach auf der Stadt Ziel. Oh, was er macht. Was ich mache. Kein Schaden, ne, gut. Komm, konzentriert bleiben, Ray. Ranbleiben, ganz wichtig. Jetzt habe ich natürlich dadurch ein bisschen den Anschluss wieder verloren. Dadurch ist Aitken wieder dran gekommen. Schaffe ich da den Angriff zu setzen? Bisschen zu hart über den Körper. Ja, die Reifen sind halt ziemlich broke. Komm, hier wieder gut rauskommen. Er hat kein DRS. Der Abstand ist zwar groß, aber er hat kein DRS. Unsere Chance, vielleicht jetzt schon den Angriff zu setzen. Ich bin weit weg. Ich bin, glaube ich, zu weit weg. Ja, fährt Kampflinie. Ne, das riskiere ich jetzt nicht. Komm, jetzt konzentriert bleiben, Ray. Vielleicht, wenn ich jetzt das hier gut time. Ne, klappt auch nicht. Er fährt Kampflinie außenrum. Das könnte klappen. Ja, dadurch... Nice. Okay, wir brauchen keine Startziel. Wir machen es halt eben hier. Das Problem ist, jetzt hat er DRS in der letzten Runde. Da ist noch gar nichts entschieden. Oh, ist das spannend. Junge, Junge, Junge. Jetzt komm, gut hier durchkommen. Die saubere Luft nutzen, der mehr Grip hier nutzen. Die Zone ist nicht so lang, als dass er jetzt mega ranfahren kann und jetzt gut durch den letzten Sektor kommen. Das wird jetzt wichtig sein. Vielleicht schaffe ich es ja aus dem Fenster zu fahren in diesen wenigen Kurven. Das wäre halt natürlich überragend. Das wäre die Vorentscheidung. Das schaffe ich leider nicht. Jetzt gut hier wo auskommt, das ist jetzt super wichtig. Okay, aber der Abstand ist gut. Ich habe einen großen Abstand. Er wird DRS haben. Aber der kann diese Lücke niemals zufahren. Also zumindest mal nicht so, dass er einen Angriff setzen kann. Und jetzt hier gut durch diese Kurven kommen, das wird mit entscheidend sein. Und dann sollte das eigentlich geritzt sein. Aber sag niemals nie und bleib konzentriert, Ray. Ja, jetzt zieht es uns ziemlich raus. 62% vorne. Also jede Rechtskurve wird jetzt dieses linke äußere Rad halt übelst belasten. Aber das geht den anderen nicht anders. Und wie wir sehen, können wir uns sogar ein bisschen distanzieren. Boah, Junge, fährt sich das geil. Es macht einfach nur Spaß. Es macht einfach nur Spaß, das Ding zu fahren. So, komm.
Konzentriert, die letzten Kurven. Nichts Unnötiges riskieren, kein Quersteher, kein Dreher. Ja, Raging ist doch nicht immer selbst. Aber komm, passt. Passt, 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 passt. Das hat keiner gesehen. Nice, wir gewinnen. Geil. You worked hard for that one. Congratulations. Yes, endlich. Unser erster Sieg im Sprintrennen. Oh, macht es Spaß. Geil. Zu Recht, Fahrer des Tages. Nice. Das war doch geil. So muss es sein. Was für eine Spannung bis zum Schluss. Die Prämer heute den Sieg eingebracht hat. Davide, was hat hier wohl den Unterschied ausgemacht? Also, ich weiß nicht, was wir gerade gesehen haben, aber eins ist sicher. Da hatte jemand keine Angst vor einem Kampf auf der Strecke. Und warum auch? Ich habe noch nie jemanden gesehen, der sich so schnell durch das Feld durchgekämpft hat. Das heutige Rennen war beeindruckend und der Reaktion der Zuschauer nachzuurteilen, hat es den Fans auch gefallen. Während wir auf ein aufregendes Rennen zurückblicken, begeben sich die Fahrer gerade auf das Podest. Und es ist mittlerweile ein vertrauter Anblick, denn es ist ein weiterer Sieg für Prema in der Formel 2. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Ein gutes Resultat für Mick Schumacher, der seine Führung in der Meisterschaft weiter ausbauen kann. Also, Davide Valsecchi, wer war für dich der Fahrer des Tages? Mick Schumacher. Egal wo oder für welches Team er fährt, er ist immer großartig. Er bringt immer außergewöhnliche Leistungen, so wie heute. Und weiter zu den anderen Teams. Prema hat seine Führung in der Meisterschaft ausgebaut. In der Zwischenzeit klettert Carlin mit einer weiteren starken Leistung dieses Wochenende in der Rangliste nach oben. Das ist das Ende des heutigen Rennens. Danke, dass Sie mit dabei waren. Hoffentlich hat es Ihnen auch so gut gefallen wie uns. Schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein. Davide und ich verabschieden uns. Machen Sie es gut. Ja, das kann ich so immer nur zitieren. Ich hoffe natürlich auch, dass du das nächste Mal wieder dabei bist. Auch wenn die Meisterschaft, wenn wir dann nochmal ganz kurz auf die Rangliste gehen, natürlich schon sehr einseitig ist. Jetzt schon 104 Punkte, damit doppelt so viel als der Zweitplatzierte, unser Teamkollege. Und das ist natürlich schon sehr einseitig. Aber das kann sich natürlich alles ganz schnell auch ganz anders entwickeln. Einfach mal am Rennwochenende vielleicht eine Nullnummer machen. Ich denke mal, es wird auch Rennen geben, wo ich vielleicht nicht so dominant bin. Und normalerweise könnte man jetzt natürlich wieder anbringen, ja du, die KI ist zu schwach, stell die mal stärker, aber ja, ihr wisst ja Bescheid, stärker geht nicht. Aber auch krass, ne, also richtig geiles Rennen, war aber auch spannend und es war auch nahezu fehlerfrei und damit finde ich auch absolut verdient hier vorne. Wir gehen auch mal ganz kurz auf die Wochenendergebnisse und tatsächlich am Ende haben wir auch dadurch, dass wir jetzt im Sprintrennen so gut abgeschnitten haben und halt zweimal diese schnellsten Rennrunden, haben wir tatsächlich sogar die meisten Punkte wiedergeholt an diesem Wochenende, bauen dazu oder damit dann natürlich gegenüber allen den Vorsprung aus, auch wenn Markelov natürlich nach dem Hauptrennen erstmal mehr Punkte geholt hat, aber ja, jetzt gibt es keinen Zweifel mehr, da haben wir dieses Rennwochenende auch für uns entschieden und das ist natürlich sehr, sehr schön, hier nochmal das Ergebnis des Hauptrennens. Und hier eben das Ergebnis des Sprintrennens. Ja, ich würde mich verabschieden. Ich lasse dich wieder mit den Highlights alleine. Und dann, wie gesagt, würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn du aufs nächste Mal wieder dabei bist. Ich weiß jetzt nicht, was die nächste Station ist. Aserbaidschan oder vielleicht Monaco. Ja, lassen wir uns einfach überraschen. So oder so, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Däumchen nach oben da. Und bis denne. Ciao.